Ja, vor allem die ganze Freiheit, die du hast. Unabhängigkeit, Freiheit. Du kannst gehen, woher du willst und so. Also ich habe einfach ein sehr starkes Schiff, weil ich verschiedene Sachen machen wollte, verschiedene Revier besegeln und so. Wichtig für mich war, dass es eben sehr robust gebaut ist. Ja, es ist eigentlich schon fast ein Klassiker. Es ist ein Moody 42, Jahrgang 1980. Es ist also über 40-jährig, das Schiff und so. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, also verhält sich wunderbar auch bei höherem Seegang und so. Taucht schön ein, es ist total schwer, das Schiff, es ist 18 Tonnen. Ja, hat sich wirklich bewährt, ich würde nichts anderes kaufen. Also wenn ich ganz allein war, war einfach ein Nullsummenspiel. Route rein und so, keine Ahnung von Tutu und Blasen, irgendwie etwas dran gehängt und so, natürlich kein Fisch anbissen und so. Das hätte der Steff gebraucht. Fisch! Es hat wirklich den Steff gebraucht, der mir gezeigt hat, wie tut man Fische und so. Und jetzt bin ich allein unterwegs, ohne den Steff. Aber ich glaube, wir werden Fisch fressen die nächsten paar Jahre. Gell, Judy? Auf diesem Schiff. Bonitos. Bonitos, Bonitos, Bonitos. Also, mit dem Steff zusammen. Wahrscheinlich Handleine, durch mit dem Einfachsten und so. Der richtige Köder dran, ich glaube, das ist das Massgebende, oder? Und so. Und natürlich musst du irgendwo über die Fischschwärme musst natürlich kommen. Ja, das Speed Jigging heisst das. Tue ich mich hure anstrengend so. Bin ich nicht gemacht dafür. Tue ich mich, der Erfolg lässt sich auch irgendwie so ein bisschen, ja, ist schon nicht so wahnsinnig, gell? Und was ich mir vielleicht noch könnte vorstellen, ein bisschen rote Fische, irgendwie so Bärschli. Also, genau. Aber schon mehr Schleppleine, ich denke, das ist schon das, was ist, gemütlich und so, ja, genau. Nächstes Jahr sind eher Balearen angesagt, Spanien, Portugal, nachher Marokko, Kanarische und nachher Kap Verde und im Winter nachher über die Teiche Karibik. Das sind so die nächsten Steps. Punkt auf Fischen. Ja, Petri Heil kann ich nur sagen. Schauen, was wir rausziehen. Alles gut? It sounds like a plan, huh?